Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der Kleinen und Schwachen in der Hand, denn er ist stark. Evidenz, Kuchen, ja, Essen. Civilian. Und Verbandskästen kriegen wir hier, sehr schön. Und die Kamera. Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Jeder Gegnertyp hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuche ein Foto von dem Splicer auf der anderen Seite der Scheibe zu machen, wobei du das Motiv zentriert und heranzoomst. Oh Gott. Spider-Splicer, Forschungsfortschritt, Klasse A. Neuer Forschungslevel erreicht, Forschungsbonus für Spider-Splicer, erhöhter Schaden plus. Spider-Splicer sind anfällig für Anti-Personen-Munition und Elektrizität. Ach so. Für so leicht durchschaubar hält. Krieg ich da jetzt nochmal einen Bonus oder wie ist er? Ach, C. Motiv wurde schon fotografiert. Ja. Kann ich jetzt... Ach, die Kamera habe ich jetzt dann da im Inventar. Ach, das ist ja interessant. Boah, das ist schon so lange her. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Das ist schon ultra lange her. Nee, Panzerbrechen nicht. Ich wollte hier dieses... Die habe ich doch. Nee. Hier, Antipersonen. Die Munition, die haben wir sogar. Hallo, mein Freund. Hast du ein paar nette Sachen da drin, die wir sammeln können? Okay. Kommen wir bestimmt nicht rein. Muss ich jetzt noch mehr? Achso, ich muss ja drei Fotos machen, ne? Boah, guck mal, wie schäbig diese Fotos ist ja. Uah. Hey, warte mal. Krieg ich die nochmal hier drauf? Ich probier's nochmal. Seine Gebote. Ich befolge alle. Zu wenig Punkte, kein Foto. Okay. Reichen die auch im toten Zustand ein Foto zu machen? Schau mal eben. Subjekt ist tot. Ja und? Aha, Leadhead-Splicer. Erhöhter Schaden plus Leadhead-Splicer sind anfällig für Antimunition und Hitze. Ah ja. Okay. Was ist denn unsere Aufgabe? Es gibt drei Splicer, fotografiert werden müssen. Den ersten findest du im oberen Kai unterhalb der Büro des Hafenmeisters. Den zweiten in der Fighting McDonald's Taverne, Zimmer 5. Der dritte ist im Jet-Postal. Okay. Du glaubst, du kennst mich? Ja. Ah, hier ist die Taverne. Stand doch gerade da, ne? Fighting McDonald's Taverne. Dann gucken wir mal. Let's Garden. Hier ist irgendwas explodiert. Ich bin einfach einsam. Ich bin allein. Kann ich den fotografieren? Okay. Neues Plasmid. Bullseye. Nerven Sie verdammte Sicherheitskameras, markieren Sie Ihren Feind mit unseren fotoelektrischen Insekten und schon sind die Kameras und Geschütze Ihre besten Freunde. Holen Sie sich Security Bullseye noch heute. Ist jetzt nicht so spannend, aber machen wir mal. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Ja, weil wir ja sowieso... Wir haben ja sowieso so viel mit Kameras und alles zu tun. Ich würde den gerne nochmal fotografieren, in der Hoffnung, dass der... Dass der richtige Splicer ist. Hallo! Wer hat das? Klick! Voll überraschend. Ach, wurde schon fotografiert. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Das funktionierte sogar. Ich habe die Kamera gar nicht gesehen. Ich habe das irgendwie übersehen. Oh, ein Tonband. Sehr schön. Diese kleine Seeschnecke
war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Ach, hier sind wir jetzt. Ach so. Warte mal eben. Das mache ich mal eben weg, weil das brauchen wir eh nicht. Ich verbrauche die ganze Zeit diese panzerbrechenden Pistole, Munition hier. Haben wir eigentlich für den Granatwerfer eigentlich wieder Munition? Nee, ne? Nee. Okay, schade eigentlich. So, was haben wir hier? Ein Verbandskasten, sehr schön. Noch ein Tonband. Was, die Forschungskamera? Was? Gut. Geben wir dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Lass uns schleunigst hier verschwinden. Ja, einen habe ich ja schon. Kann ich das Tonband nochmal abhören? Ah, jetzt. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich. Boah, geil. Das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal. Er meinte nur, nein, McDonagh, wir werden gewiss keine Badewanne bauen. Wir bauen einen Garten Eden. Genau, wir bauen einen Garten. Uah! So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Das war's dann jetzt auch erstmal, ne, oder? Ich glaube schon. Gott sei Dank. So. Neues Tonband. Da mich die angesehenen Labore alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Port Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Was ist denn da los? Da haben wir die auch aufgeräumt. Bisschen noch für Ruhe gesorgt hier. Aber hübsch ist es hier, muss man ja sagen. Die Taverne. Also der Eingangsbereich ist schon mal geil. Ah, MG-Munition haben wir voll. Hier ist der Vita-Chamber wieder. Mal eben kurz gucken, wo es hier lang geht. Ach, guck mal an. Alter, Tagebücher gibt es ja hier auch was. Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die... Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Ja, ja. Wenn ich sie zu retten, dann stehe ich auch ewig in deiner Schuld. Ja, ja. Darf ich nochmal das Tagebuch hören? Danke. So. Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Tja, sage ich, ich schätze, dann wird ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonagh gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Bringst du dem alten Peach jetzt endlich seine Fotos oder bist du nur als Tourist hier? Oh, jetzt bleib mal locker. Ist das jetzt die alte oder... Was willst du von... Ich will nur ein Foto von dir, du bist so hübsch. Du bist meiner hübsch. Kleinen! Nein!
Zack, und anschließend ziehe ich dir einen mit dem Schraubenschlüssel durchs Gesicht, weil du so hübsch bist. Nein, warte. Warte, bleib mal stehen. Hey, lass mich mal eben ein Foto von dir machen. So. Jawohl, neues Körpertonikon. Dieb verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen gelassen hätten. Man könnte meinen, sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick. Das hätte ich gerne mal sonst so irgendwo. Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Verbandskästen verleihen auch Eve. Will ich beides irgendwie lassen? Ich würde gerne hier noch einen Slot. Wie kriege ich denn hier noch ein in die Genbank lagern? Alter. So. Einmal mit dem Schraubenschlüssel durchs Gesicht und du bist direkt hübscher. Das ist der Sündelohn. Hallo. Mädels. Oh, guck mal an. Guck mal, da leuchtet auch was. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Mhm. Der sah so ein bisschen aus wie hier der Captain Jack Sparrow von Fluch der Karibik. Okay, eine Kamera. Wo steht die? Da steht die. Ist es jetzt den Splicer, den wir für... Bonus, mehrere Motive. Wie er sich jetzt umgedreht hat, ne? Ich bin Paparazzi. Aha, neuer Forschungslevel erreicht. Ah, Forschungsbonus für Sicherheitskameras. Erhöhter Schaden. Sicherheitskameras sind anfälliger für panzerbrechende Munition und Elektrizität. Jawohl. Warte mal, ich hab was für dich. Hä, wieso? Willst du mich verarschen? Alter, du standst im Strom. Das sind über 1000 Volt. Hui! Voll der Bug. Oh, was haben wir hier? Splittergranaten, sehr schön. Und hier scheint es auch noch irgendwo weiter zu gehen. Ich weiß gar nicht, wo wir hinkommen. Ah, guck mal an. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir hier rauskommen. Kann das sein, dass das der Gang ist, den wir vorhin kurz. In den wir vorhin kurz reingegangen sind? Ja, okay, das ist der Gang, ne? Ja, genau. Weil hier geht es dann wieder nach draußen zu dem Automaten. Wenn ich mich recht entsinne, oder? Schau mal. Ja, genau. Ja. Okay. Ich bin mit der... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der... ich bin mit der Pistole voll zufrieden über den kleinen Gegnern. Weil können wir uns ein bisschen Munition aussparen, was es angeht. Hier mit den... Boah, aber wie gut das immer noch funktioniert hier mit Bioshock. Wie geil das immer noch ist, der Shooter. Nach all den Jahren. Wir haben uns noch nicht vorbei. Oh. Jetzt habe ich einen getrunken, wollte ich ja gar nicht, aber egal. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. Rapture Limit ist von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Ja, mit Fontaine ist auch nicht zu spaßen, wenn es so weitergeht. Und er kümmert sich... Ui! Kümmert sich ja sowieso einen Scheiß um seine Stadt, wie man es hier sieht, nachdem sie den Berg runtergeht. Aber trotzdem... Lassen Sie sich... Was mit ihm denn, Alter? Kommt er da um die Ecke angeschlichen? Hast du gesehen? Hallo, da... Kommt er da um die Ecke geschlichen, als würde er sagen wollen, hallo, ich bin auch hier. Was haben die denn hier gemacht? Alter, angekettet und... Ich will es gar nicht wissen. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen.
Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen von Diebstahlsmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese Hammelschweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Mal ganz ehrlich, wer so eine Stadt aufbaut, ne? Es muss doch irgendwann, wird's doch eh den Bach runtergehen. Es ist doch so... Es ist doch... Das alles Friede, Freude, Eierkuchen, ist es doch ganz klar, dass es nicht auf ewig sein kann, oder? Okay, muss die Munition wechseln. Hallo! So. Okay, haben wir die panzerbrechende Munition noch? Verdammt. Zwei Kugeln von den normalen. Schade, dass wir so wenig von den... Was? Stockwert 1, 2, was? Hä? Oh, da ist eine... Oh, okay, da ist ein... Ich gehe erstmal hier lang. Hallo? Okay. Panzerbrechen haben wir wohl voll anscheinend. Lass mal die ganzen Kisten durchsuchen. Hier ist nie was drin in den Kisten. Hier ist wieder die Holly Bibble. Die Holly Bibble. Wer von euch liest eigentlich die Bibel? Hat einer von euch schon mal die Bibel gelesen? Also ich zumindest nicht. Ja, probieren wir mal, ne? Probieren wir unser Glück mal. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Kann ich nichts versprechen. Ah, das war so klar. Boah, wie gemein. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein das war. Wie gemein. Nein, was machst du denn da? Ah, komm. Oh, ich brauch die andere Kurve. Wo ist die andere Kurve? Da ist die andere Kurve. Ich muss jetzt nach da gehen und dann muss ich jetzt einen nach hier machen, dann nach unten und dann brauche ich die andere Kurve. Oh Gott, da ist die, da oben. Alter. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Ja, sehr schön. So, zwei Kugeln in der normalen Pistole. Hier haben wir auch so viel Munition von. Besuch beim Abschaum der Menschheit! Hä? Willst du mich veräppeln? Okay, ich mach mal ein Foto von dem. Hallo, bitte! Ich mach mal ein Foto von dem, mal gucken. Und noch einen, bitte lächeln! Yeah! Ja, ja, ich muss aber erstmal kurz weg. Ciao! Okay. Kann ich die fotografieren? Einmal recht freundlich, bitte. Na. Hallo? Warum? Warum kann ich den Dollar nicht... Ach, mein Portemonnaie ist voll. Willst du mich veräppeln? Mein Portemonnaie ist voll. Das ist ja unglaublich. Alter.